Hallo Knusperkekse und Blubberärschchen. Weiter hier mit dem nächsten Video. Ich habe in dem Fischerdorf Folgerunde beendet und habe jetzt hier neue Quests. Mitternachtsbraut. Besorgen Sie Proben eines bestimmten Krauts und dann Giftkräuter. Finden Sie Giftkräuter. Okay, gut. Zwei neue Quests hier aus dem Fischerdorf. Was ist das jetzt hier? Sehen Sie nach, was in der Wohnung vor sich geht. Ich werde jetzt instinktiv hier zurück zum Turm und dann hier weiter rüber und werde jetzt hier einen Zwischenstopp einlegen. Sehen Sie nach, was denn hier schief geht. Gut. Dann lass das mal jetzt machen. Dann krachen wir da jetzt mal hin. So. Ratzbatz. Und weiter geht's hier. Ah, da kann man hoch. Okay, das kommt mir entgegen. Denn das... Oh mein Gott, das ist ja richtig steil. So. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay. Ich denke, ich kann da noch weiter nach hinüber. Hier, okay, hier ist nirgends ein Gegner. Und hier... In diese Richtung muss dann hier das Haus irgendwo sein, wo die mich jetzt hinschicken. Okidoki, ne, dann... Lass mal hier runterkrachen. Und hier runterkrachen und dann hier springen. Juhu! Gut, und dann hier ist ein Haus. What the fudge? Warte mal, das wird mir hier ja eh angezeigt. Ich mache mal hier den Wegpunkt weg, dass mich der nicht irritiert. Hier zeigt ein Pfeil nach oben. Pawn Shop. Pawn Shop. Okidoki. Er zeigt mir noch weiter nach oben. Ich werde also wahrscheinlich hier... Da kann ich nicht hinein, aber ich kann hier vielleicht hoch. Okay. Hier ist jetzt zwar keine Türe, aber ein Dietrich und eine Kiste. Da werde ich jetzt mal hier wieder mein Schlossknacker-Skill hier demonstrieren. Oh Gott, oh Gott. Komm, willst du ein bisschen angeben, geht schon wieder alles schief. Ach Gott sei Dank. So. Pfeil zeigt mir jetzt wieder nach unten. Was ist denn das jetzt hier? Der Pfeil zeigt mir jetzt wieder nach unten. Ich muss hier auf diese Ebene. Aber ich kann hier nicht hinein, ne? Hey, Jesse Pinkman. Trottel. Okay, also hier kann ich nirgendwo hin. Ich werde jetzt mal hier nachsehen, ob ich da... Da vielleicht hoch? Ne, zeigt er mir wieder nach unten. Zeigt er mir wieder nach unten, aber es ist hier kein Gegner. Ja, ich muss hier hinein. Hier wird, leuchtet auch was orange. Das weckt natürlich mein Interesse. Was ist das? Also, so ein Kanister, den man in die Luft springen kann. Da ist Jesse Pinkman. Hier kann ich nicht hinein. Ja, bin ich denn bescheuert? Ich komme hier nicht hoch, oder? Bin ich denn dumm? Bin ich denn dumm? So. Hier geht nicht. So, jetzt kommen die Spastis gleich. Hier ist eine Luke. Schau mal. Benutzen. Okidoki. Also, benutzen. Ich höre hier einen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das nicht einer von außen ist. Gut, hier ist mal keiner. Eine Säge. Was ist denn hier? Eine Kiste. Und der Pfeil zeigt mir weiterhin nach unten. Dann machen wir das jetzt auch, indem ich hier wahrscheinlich den Kasten hier zur Seite schiebe. Ne, andere Seite. Ja. Schiebe! Schiebe! Oh, Entschuldigung. Verzeihung. Und dann geht's hier nochmal... Oh, oh mein Gott, ich habe hier Fliegen gehört. Okay, also... Oh, oh. Was haben wir denn hier? Haben wir hier einen Zombie? Nee. Ist ja gar keiner hier. Brauchen wir gar nicht in die Hosen scheißen hier. Kann ich diese Türe jetzt von innen öffnen? Nein, kann ich nicht. Hier kann ich nichts looten. Hier ist nochmal eine Luke. Und diese Türe kann ich... Die kann ich benutzen. Hey, da drin! Patz, patz, patz! Wer sind Sie? Crane vom Turm. Ich habe eine Frau schreien hören. Ja, meine Frau. Sie
kriegt ein Kind. Ach Mist. Kann ich irgendwas tun? Wir brauchen Alkohol. Zum Desinfizieren. Bitte. Alkohol? Ah. Okay, Alkohol zum Desinfizieren. Okay, Kindersegen. Ich habe dreimal Alkohol. Habe ich denn genug Molotovs? Ich habe 10 Molotovs. Ich denke, da kann ich ein Alkohol hey, hier... Hey, ich habe Alkohol. Danke, das können wir gut gebrauchen. Mehr hast du nicht gefunden? Das reicht nicht wirklich. Ich kann meine Frau jetzt echt nicht allein lassen. Mal sehen, ob ich noch was finde. Was? Okay. So, was jetzt hier? Ich habe nur noch einen Alkohol, oder was? Ich habe dem jetzt 2 gegeben? Ach, das wollte ich doch gar nicht. Habe ich dem jetzt... Ich habe dem jetzt wirklich 2-mal Alkohol gegeben. Oh. Ach, was soll's. Okay, also das ist so eine Alkohol-Wiederhol-Quest. So, lass mal hier im Kühlschrank nachsehen gehen. Der hat hier nur Kaffee. Und kein Zombie. Aber dafür Sugar. Okay. Was hoch hier. Okay, gut. Ich will jetzt hier meinen letzten Molotov nicht für den Trottel hier ausgeben. Okay, das kann ich hier nicht zerstören. Ich muss also irgendwo wieder nach oben, und zwar hier. Gut, und dann jetzt hier weiter mal zum Turm. Oh, da unten wartet einer. Aber ich springe da jetzt einfach mal elegant drüber. Über dich springe ich auch drüber. Und dann geht's hier weiter zum Turm. Über dich hinüber gesprungen wird. Oh, da schießt wieder einer auf mich. Aber da bleibe ich jetzt einfach mal ganz cool. Warte, ich bin hier richtig. Oh, schön mal hier hoch. Jetzt habe ich keine Puste mehr. Da kommen 2. Ah, sprich doch gerade mal hier hoch. Und da hinüber. Und schon ist der Papa hier wieder am Turm. So. Ich gehe da jetzt mal schnell hinein. Dann werden wir uns die Ausrüstung aktualisieren. What the fuck machst denn du hier? Mit deinem Fahrradhelm hier, du Pfeife. So, Quartiersmeister. Ich nehme hier mal alles, was du anbietest und gehe jetzt zum Shop. Das ist der Blake, das Haus mit dem roten Rauch. Hey, hast du das Haus gesehen, aus dem roten Rauch? Ja, hab ich. Wenn das sehen, werden sie dem Kerl dort einen Besuch abstatten. Na und? Jemand sollte ihn warnen. Nein. Ich habe genug andere Sorgen, aber ich überleg's mir. Okay, okay. So, jetzt überlege ich es mir zum dritten Mal mittlerweile. So, lass uns handeln und gib mir hier Alkohol. Küchenkram, den benötige ich doch für Sprengsätze, oder irre ich mich? Ich verkaufe jetzt hier mal einen ganzen Scheißdreck, den ich aufgesammelt habe. So. Und jetzt werde ich hier mal im Inventar nachsehen. 10 Molotovs. 10 Molotovs, das reicht erstmal. Aber ich kann ja hier Granaten jetzt herstellen. So, was baue ich jetzt hier? Selbstgebaute Granaten oder Schrapnellgranaten. Aha. Was macht denn mehr Damage? Das steht hier jetzt gar nicht. Aber Schrapnellgranaten benötigen das gleiche, nur Nägel. Ich nehme daher an, dass diese Schrapnellgranaten mehr Damage machen. Und werde jetzt hier mal diese Schrapnellgranaten bauen. Wie viele Bauern da jetzt? Jetzt habe ich 10. Die werde ich mir jetzt mal... Das passt so für mich. Ein Medikit werde ich mir noch bauen. Jetzt habe ich 10 Granaten, 10 Molotovs und werde jetzt hier mal explodierender Wurfstern, die Splittergranaten gegen die UV-Lampe tauschen. Die benötige ich tagsüber ja, sonst so nicht. Und werde mir mal ansehen, was wir denn jetzt als nächste Quest hier versuchen zu erledigen. Hier wird mir angezeigt, finden Sie Tolga und Fatin. Finden Sie Tolga und Fatin, das ist hier das nächste. Und das machen wir doch auch gleich hier. So, wo geht's denn hier jetzt runter? Da. Los. La 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 la. Und jetzt geht's hier hinaus. Und es geht hier lang. Und meine Waffen sind noch in Ordnung. Ich muss sie nicht reparieren. Oh nein, das will ich hier gar nicht. Ich will hier mein neues Beil.
Oh, du bist zu langsam, Alter. Du kriegst mich doch niemals. Und... ne, warte. Da hinüber, da hinüber. Und jetzt hier hoch. Hier irgendwo ist dann Fatty. Und die Olga. Olga und Fatty. Oh! Da rutscht mir doch gleich mal hinunter. Olga und Fatty. Ach komm, hier rauf mit dir auf die Mauer. Und jetzt hier entlang. An den Zombies vorbei. Kann ich hier hoch? Ich hoffe, ich kann hier hoch. Da hat wieder was gescheppert und gedeppert. Ah. Oh, komm. Nein, ich kann hier nicht hochspringen. Hier ist ein Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun in the morning. So. Muss ich denn hier jetzt lang für Fatty und Holger? Wo ist denn jetzt hier Fatty und Holger? Dabei kann ich doch jetzt hochspringen. Haha, natürlich kann ich da jetzt hochspringen. Und hier dürften auch Fatty und Olga auf mich warten. Guten Tag, Fatty und Olga. Seid ihr Tolga und Fatty? Ja, wie konntest du das mutmaßen? Mir egal, wie sein Primatenhirn funktioniert. Wir haben einen Job für ihn. Alte Schwede. Benutze einfache Worte. Verwirr ihn nicht. Die Ausrüstung muss transportiert werden. Und sie ist sehr schwer. Wie schwer? Zu schwer für dich, Affenvieh. Wir werden sie stattdessen über unseren Köpfen per Seilrutsche befördern. Was geht denn mit dir, ey? Brillante Idee, nicht wahr? Das war meine Idee. War es nicht? Sagt mir einfach, was ihr braucht. Haken ist doch offensichtlich. Wie sollen wir die Ausrüstung denn sonst aufhängen? Suche im Lager des Zugdepots. Ob er weiß, was ein Zugdepot ist? Wahrscheinlich nicht. Und beeil dich. Ach, jetzt zwei Trottel, haltet die Fresse. Alles, was du mit deinem limitierten vormenschlichen Enzephalon erfassen kannst. Oh mein Gott, ich würde mir müsste jetzt so aufs Maul hauen. Zu verstehen. Bloß nicht. Du bekämst ein Aneurysma vor Anstrengung. Na gut, also ich kann jetzt hier keinen Molotow werfen, leider. Das bedeutet, dass ich deren Quest jetzt hier erledigen werde. Durchsuchen Sie die Lagerhäuser nach Haken. Na gut. Das scheint ja nicht allzu schwierig zu sein. Gorilla für eine Schimpansenaufgabe. Du meinst, Gott, was sind das für Arschlöcher? Diese Wichser. Okay. Lass mal hier an den Zombies vorbei. Und unter der Autobahn durch. Denn ich hoffe, hier sind weniger Gegner als auf der Autobahn. Und dann hier. Warte mal. Hier muss ich ja schon, hier muss ich doch schon hin. Nee. Doch. Okay, ich laufe einfach mal an euch vorbei, ihr Spastis, aber hier muss ich hin. Sieh mal, hier leuchtet das Gebäude orange. Orange und, oh, eine neue Wendigkeitsstufe, das nutze ich doch gleich mal. Was kann ich denn jetzt skillen? Was habe ich denn hier? Wenn sie während des Rutschens treten, brechen sie den Gegner in die Beine. Das habe ich eigentlich noch nie gemacht, oder? Wurf, nutzen sie die Bewegung angreifender Feinde, um sie herumzuschleudern. Nee, ich will nicht tanzen lernen. Dropkick. Schlagen Sie Feinde mit einem Dropkick im Rennen nieder. Drücken Sie während Sie rennen zum Springen die Leertaste und dann E. Das ist mir zu kompliziert, das merke ich mir nicht. Verwenden Sie Wurfwaffen, wenn Sie sich während des Sprintens umschauen. Naja, und was ist das hier? Der letzte Punkt. Je fitter Sie werden, desto mehr Gesundheit können Sie regenerieren. Dann nehme ich mir das hier. Das andere ist mir alles zu kompliziert. Jetzt muss ich hier hinein. Ah, sieh mal, schau mal. OMG. Warte mal. Okay. Warte mal, ich muss hier hinein, aber ich muss hier über die Mauer... Ich muss hier über die Mauer in diesen anderen Bereich. Alter, hör auf, hier rumzubrüllen. So. Ich kann mich ja nicht konzentrieren. Wie kann ich denn hier? Diese Türen werden garantiert nicht aufgehen. Na, was sag ich? Vielleicht geht hier von außen noch... warte mal. Lass mal hier von außen auf das Dach hoch. Oh, das funktioniert. Und hier vom Dach aus... Oh, schau mal. Vielleicht kann ich hier hinunter. Nee, das ist der Bereich, wo ich gerade herkam, oder? Ja. Das heißt, ich müsste hier noch hinunter können irgendwo. Und sieh mal, hier ist auch ein Loch, denn hier ist ein Bus durch die Autobahn durch. Geil. Okay, oh, das ist aber verdammt hoch hier. Das gibt's doch nicht, hey. Wo kann ich denn hier hinein?
Kann ich hier hinunter? Einfach mal probieren. Das hat geklappt hier durch die Scheibe. Was haben wir denn hier? Oh, fuck! Oh, fuck! Ihr verdammten Spieledesigner! Ihr stinkt doch alle nach Pipi hier! Was habe ich mich jetzt wieder geschreckt? Wie unfair! Da ist ein großer. Da sind mehrere Zombies. Okay, lass die mal hier sortieren. Was haben wir denn hier? Hier haben wir zwei. Parts! Oh, gut gemacht, Alter. Gut gemacht. Aber der ist noch nicht down. Daher... Nein, jetzt habe ich hier schon wieder das verkackt. Oh mein Gott. Hey, ich werde jetzt hier einfach mal... Grenade! Parts! Oh oh. Ich habe jetzt durch die Granate natürlich diese Lauten aufgeschreckt. Und die sind auch nicht down gegangen. Daher noch Molly nach. Und darauf hoffen, dass hier... Oh, schon, habt ihr den Trottel hier gesehen? Oh, wie geil war denn das jetzt hier? Da will einer noch irgendwo... Aha, da will einer noch irgendwo hinunter. Ich sehe den jetzt hier nicht. Aber warte, bis die aufhören zu brennen. Dann der Kerl hier... Der Kerl hier, den werde ich hier... Parts bearbeiten! Oh mein Gott, hat der viel Leben. Warum habt denn ihr so viel Leben, ihr Spastis? Alter, und das ist meine gute Machete. Oh, ich habe ihn schon schwer erwischt. Der hat was nach mir geworfen. Okay, das geht ja hier gar nicht. Jetzt geh doch mal down hier. Bleib jetzt liegen, du verdammter Penner. Und du... Oh, du kriegst jetzt hier auch nochmal schön einen aufs Maul. Na, komm schon. Hier, der Papa! Jetzt bist du kopflos, ha? Huh? Und wie Queen gesungen hat, don't lose your head. So, jetzt loote ich die Penner hier mal. Was haben wir denn hier? Ein Gasrohr. Das hatte ich schon lange nicht mehr als Waffe. Schlossknacken mit Lach, was? Ich sehe hier keinen Gegner mehr. Dann jetzt einfach die Nerven behalten und hier das Schloss knacken. Siehst du, ist schon offen. Oben auf der Minimap sehe ich jetzt noch zwei von den schnellen Gegnern, die mich suchen, aber nicht finden. So, jetzt habe ich hier eine neue Hakenklinge gefunden. Und hier sind doch alle meine Waffen, oder? Nee, Maurerhammer war keine Waffe von mir. Aber hier dieses Beil, das war doch meine Waffe. Und hier... Und hier... Und hier... Und jetzt mal nachsehen, wo hier noch ein Gegner ist. Ein Entwurf. Dann kann ich vielleicht was Neues bauen. Die Kiste hier, kann ich die aufmachen? Natürlich kann ich die hier knacken. Oh, schau mal, beim ersten Mal gleich. Lucky Punch. Sie haben gelernt, elektrische Schlägermod herzustellen. Na gut, elektrische Schlägermod. Lass mal hier nachsehen, was es noch zu looten gibt. Bevor ich mich dann hier um den Großen kümmere. Ach, der steht ja noch immer wie angewurzelt da. Der hat keine Ahnung, was gleich auf ihn zukommen wird. Jetzt werde ich hier eines machen. Ich werde mir hier nochmal schnell alles ausrüsten, was hier irgendwie stumpfer Gegenstand ist. Und dann dem ollen Knacker, pat, einen nach dem anderen auf den Latz knallen. Wo ist denn der jetzt hin? Wo willst denn du jetzt hin, hä? Kann ich so weit werfen? Kann ich so weit werfen? Ach, halt die Fresse. Ja, kann ich. Hier, den Maurer haben wir noch. Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht so weit werfen, aber ich habe hier noch eine Rohrzange, die ich werfen kann und einen Cricketschläger. Und das werde ich doch gleich mal machen. So, die Zange hier. So, komm her, du Penner. Patz! Oh, schön. Und hier den Cricketschläger. Patz! Gut, und jetzt rüste ich mir meine guten, scharfen Gegenstände wieder aus. Wobei die Hakenklinge, die macht hier 74 Damage. Und was macht die Hakenklinge? 58 und sie ist fast kaputt. Das heißt, die tausche ich jetzt hier mal. Gut, und dann gibt es jetzt hier... Patz! Mit dem... schwer in den Kopf getroffen. Das ganze Gegenstandwerfen hat was gebracht. Ich habe den schön down gekriegt mit den anderen Gegenständen hier. Jetzt sammle ich mal alles auf, was ich da so geworfen habe.
Denn den ganzen Scheiß hier, den kann ich natürlich auch wieder verkaufen. Das hat sich hier im Regal gesammelt, das Gasrohr. Gut, und was muss ich denn jetzt hier tun? Durchsuchen Sie das Lagerhaus nach Haken. Was ist hier? Oh, hier sind Kisten. Nehmen. Ich habe einen Haken gefunden. Okay, das ist also nicht schwer. Hier wird noch angezeigt, dass ich mir einen Haken nehmen kann. Und hier wurde noch angezeigt, dass hier ein Haken liegt. Und hier steht jetzt bei Quest, bringen Sie die Haken zu Tolga und Fatih. Ja, na, dann bringen wir das mal zu Tolga und Fatih. Heben uns den Stab hier auch auf. Denn den kann ich im schlimmsten Fall entweder benutzen oder verkaufen. Und was haben wir hier? Nägel! Gut! Wie komme ich denn jetzt wieder hoch, nachdem das hier alles zusammengebrochen ist vorhin? Wie komme ich denn hier raus? Wie komme ich denn hier raus? Denkt ihr, funktionieren die Türen? Funktionieren die Türen? Kann ich hier nach oben springen? Ja, ich kann hier nach oben springen. Oh, komm schon, zieh dich hoch. Ach, gut. So, aber wenn ich hier oben bin, ich bin doch hier durch ein kaputtes Fenster. Aber warte, hier ist doch der offene Bereich. Jawohl, das heißt, ich werde hier ganz elegant mal hier auf den Zugwaggon springen. Den hier mal richtig schön auslachen. Begeben Sie sich zum Hangar. Begeben Sie sich zum Hangar. Was ist denn das für eine Quest? Begeben Sie sich zum Hangar. Es werde Licht. Es werde Licht. Soll ich das jetzt hier noch machen? Was sagt ihr denn? Ne, wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach versuchen, diese Episode so kurz als möglich zu halten und hier mal Fatih und Olga alles retour bringen. Oh Gott, da ist eine Schnelle gewesen. Die ist mir natürlich noch auf den Fersen. Also hoch hier. Und die verdammte Bitch hier hinunterschlagen. Und warum kann ich nicht werfen? Oh, jetzt hat er geworfen, obwohl ich gar nicht... Er hat mir nicht angezeigt, dass er jetzt wirft. Ach, verdammter Zombie, du bist so langsam. Und weg hier. So, auf zu Fatih und Olga. Auf mein schönes Beil schalten. Ja, hier ist eine Construction Site. So. Oh oh. Das sind Rais Männer. Oder sagen wir, das sind Männer von Rais. Einer von unseren Jungs. Woher soll ich denn das wissen? Ja. Oh mein Gott, ich habe dir hier in die Luft gesprengt und jetzt habe ich hier nichts, wo ich schnell in Deckung raufgehen kann, oder? Aber egal, ich warte jetzt einfach hier mal, bis die Jungs hier aufhören zu brennen und dann loote ich die. So, 40 Gold, vor allem eine Gartensichel, eine Tasche, wo 123 Gold drin war. Wo ist denn der zweite? OMG, sieh mal, den hat es durch die Explosion hier nach hinten geschleudert. Auch die haben hier anscheinend einen Überfall gestartet auf andere, auf so Zivilisten. Naja, für den kam jede Hilfe zu spät. Vor allem meine. Was mache ich jetzt hier? Hier kann ich wieder nirgends hoch. Hier kann ich nirgends hoch. Na, dann laufe ich einfach mal hier. Warte. Da konnte ich doch, wenn ich hier rumlaufe, konnte ich doch irgendwo hochspringen, nicht mehr, oder? Ich gehe wahrscheinlich einen wahnsinnig komplizierten Weg. Aber ich denke, dass ich hier von dem Wagen da hinüberspringen kann. Alles wird gut, sage ich euch. Und jetzt hier, Fatih und Olga. Ich habe die Haken. Ha, wir haben ihn unterschätzt. Naja, wenn einer so aussieht. Sind wir hier fertig? Du kannst gehen. Wir haben zu tun. Wenn wir fertig sind, darfst du die Seilrutschen benutzen. Ha, wir wissen, wie gerne Affen sich von Liane zu Liane schwingen. Das sind zwei kleine Striche. Das kriegt ihr alles noch zurück. So, aha, Kindersingen wird mir jetzt angezeigt. Das ist diese Alkoholquest. Aber, ich habe diese Quest hier erledigt und werde das jetzt hier gleich nutzen, zu speichern. Und hier das Video zu beenden und das nächste Video anzufangen. Ich muss nach oben, um hier zu dem Bett zu gelangen. Warte mal, bin ich hier richtig? Kann ich hier hinein? Ah, ich kann hier nach innen. Oh, das ist hier mal richtig nett. Hier bei Fatih und Olga, da haue ich mich doch aufs Ohr. Und sag bei euch... Oder nein, ich bedanke mich bei euch, dass ihr so nett wart und euch das Video angesehen habt. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt von mir, dann abonniert einfach meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!